entwickeln sich eure Reben mit der aktuellen Wettersituation in unserer Region? Ja, bis jetzt war es sehr extrem gutes Jahr. Wir hatten ja eben sehr früh einen Austrieb gehabt. Die Reben haben sich extrem gut entwickelt, sie sind schön gewachsen. Wir haben bis jetzt immer noch 2,5 Wochen Vorsprung in der Vegetation. Und da ist natürlich voraussehbar, dass es ein frühes Jahr gibt. Die Reblüte ist ja rum. Normalerweise ist es gerade um die Zeit, wo wir jetzt hier am Rebweg stehen, am Johanni, am 24. Juni, die normalerweise die Reben blühen. Und da haben sie bereits Ende Mai blüht. Und der Spoten lag in der ersten Juniwoche. Also sehr schön. Viele Jobspuren haben ja ein Problem gehabt mit dem fehlenden Regen, also eben die niederschlagsarme Zeit. Wie sieht es da bei den Reben aus? Kommen die in Stress oder haben die gelitten? Also es ist bei den grossen Reben, bei den alten, die älter sind als 5-jährige Reben, hat ja sehr lange Lebensdauer. Man lässt sie ja 30 Jahre, 40 Jahre teilweise, in Frankreich, Spanien zum Teil 100-jährig. Und die Reben hat Eigenschaften, dass sie sehr lange Wurzeln macht und das Wasser von weit unten holt. Es ist gut möglich, dass eine Rebe 2, 3, 4 Meter lange Wurzeln macht. Und dort unten ist natürlich immer noch eine Restfichte rum. Und so war es auch das Jahr. Die Reben, die älter sind als 5-6 Jahre, haben wir eigentlich am Regen gar nicht, von der Tröchtung her gar nicht viel angemerkt. Sie sind wirklich schön gewachsen und haben das Wasser in der Tiefe geholt. Die junge Reben, die man frisch gesetzt hat, einjährige, zwei, drei, vierjährige, die Wurzeln halt erst in der obersten Schicht haben, also in 20, 30 cm, 40 cm, einfach einen halben Meter tief, die haben ein bisschen gelitten. Die haben wir dann zum Teil müssen bewässern, mit Wasser geben, einzeln Stock zu Stock, sodass sie einfach noch nicht gerade ganz kaputt gegangen sind. Aber wir haben keine Schäden gehabt, weil wir eben Wasser gegeben haben.